meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen etwas Nützliches, vielleicht Nützliches erzählen darf. Wie schon angedeutet, geht es um künftigen Nutzen. Da möchte ich vielleicht doch zunächst noch die Frage stellen, wie das so in der Vergangenheit denn überhaupt gegangen ist. Und dazu vielleicht eine Familienanekdote beisteuern. Vor 80 Jahren, nicht ganz, 1932, wurde eine Großtante von mir in Frankfurt als erste Frau in Geographie promoviert. Sie hat sich mit Kartografie befasst und dann wurde in den 60er Jahren in Frankfurt die U-Bahn gebaut. Es stellte sich heraus, dass durch den Krieg unheimlich viel Informationen bei den öffentlichen Stellen verloren gegangen waren, also Karten, was da eigentlich unter dem Boden ist. Und meine Tante hatte also sehr viel Material, kartografisches Material für ihre Dissertation gesammelt und konnte also auf diese Art und Weise dann der Stadt aushelfen, gewisse Lücken in dieser Geschichte zu füllen. Also Sie können sich vorstellen, was das, ja, also heute ist alles schön elektronisch und überhaupt mit so viel Redundanz versehen, dass das wahrscheinlich nicht mehr so ein Problem ist, aber eben in den 60er Jahren war die einzige Redundanz für bestimmte Sachen meine Großtante. Also da ist noch ein Bild. Jetzt möchte ich aber sozusagen entlang von Kirschblüten bis zur Kirschfrucht mit Ihnen etwas über den Nutzen anschauen. Und auf der anderen Seite, André Gollier hat freundlicherweise schon fast alles gesagt. Mal sehen, ob es noch etwas zu sagen gibt. Zunächst zur Erinnerung noch einmal die Definition über Open Government Data, die zeige ich vor allem deswegen, um deutlich zu machen, also es wird für alles, was jetzt folgt, vorausgesetzt, dass Themen wie Datenschutz, Urheberrecht und Informationsschutz erledigt sind. Also es geht nicht um den potenziellen Wert von datengeschützten Informationen, sondern es geht wirklich nur, in Anführungszeichen, um diejenigen Informationen, die ohne diese Einschränkungen freigegeben werden können. Auch dann bestehen natürlich noch gewisse Risiken, das möchte ich auch nicht verleugnen, dass zum Beispiel eben am Schluss durch sehr viel Transparenz eben mosaiksteinartig sich dann doch Bilder ergeben, die ursprünglich nicht so beabsichtigt waren. Also diese kritischen Vorbemerkungen vorausgesetzt, die Erwartungshaltungen für Open Government Data wurden ja vorhin auch schon benannt, die sind eigentlich doppelt. Und in der Vision der Strategie für die Schweiz zeigt sich das auch sehr deutlich. Es geht sowohl um Innovation, Wirtschaftswachstum und Effizienz, also etwas, was sich hoffentlich quantifizieren und wahrscheinlich eben irgendwo in Geld umrechnen lässt, als auch eben um das Thema Transparenz. Ähnliche Zielsetzungen finden sich bei einer ganzen Reihe von internationalen oder supranationalen Organisationen, beispielsweise also bei der G8, der EU, der OECD. Und die USA, die natürlich in letzter Zeit eher durch NSA-Schlagzeilen gemacht haben, sind dennoch ein Vorreiter auf dem Gebiet. Wir sind jetzt bei den Geschäftsmodellen angelangt. Da wurde ja vorhin auch schon eine Frage gestellt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sozusagen die Open-Data-Anwendungen zu systematisieren. Eine Möglichkeit ist zu sagen, naja, man kann daraus neue Geschäfte entwickeln, man kann aber auch daraus bestehende Geschäfte verschönern, vergrößern oder verbessern. Sie haben auch schon vorhin dieses Ökosystem als Vision gesehen. Da zeigt sich eben Visualisierung, Veredelung und so weiter sind alle möglich. Und eine andere Optik ist diejenige auf thematische Bereiche, also Open Data im Bereich Gesundheit, Open Data im Bereich der GIS. Daten oder der Statistik oder ich weiß nicht, also
jedenfalls thematisch. Ich zeige Ihnen jetzt einfach noch, also sozusagen flashartig, ein paar Beispiele, eben Entsorgungs-App von Zürich, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Dann, André Gollier hat schon auf diese opendata500.com-Webseite verwiesen. Da wird unter anderem als Unternehmen der Uber vorgestellt, dieser Taxidienst, der jetzt auch bei uns etwas Schlagzeilen macht. Diese, auf dieser Webseite OpenData 500 geben, wird angegeben für verschiedene Firmen, welche öffentlichen Daten sie nutzen, um ihre Produkte, ihre Dienstleistungen größer, schöner, besser oder überhaupt komplett neu anzubieten. Das finden Sie hier auf der Folie unten links, Department of Commerce zum Beispiel, und dann natürlich alle möglichen geografischen Karten, die insbesondere bei der National Oceanic and Atmospheric Administration vorhanden sind. Und natürlich Volkszählungsdaten aller Art. Ähnlich Weight Watchers, die gibt es schon länger, aber natürlich die Ernährungsinformationen sind sehr wichtig. Das Schadstoffregister in der Schweiz ist ein gutes Beispiel, vor allem für die Zusammenführung von einerseits den Schadstoffinformationen und andererseits der geografischen Lage davon. Es gibt aber auch den Aspekt der Risikovermeidung. Und da sind vor allem die Versicherungen, hier am Beispiel von der Zürich-Versicherung, sind da natürlich sehr daran interessiert. Das ist dann zum Teil ein gigantischer Wert, wenn man eben Fukushima vermeiden könnte. Also nur als Beispiel. Dann weiter Datenjournalismus, der sich jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren also erheblich entwickelt hat. Hier sind Schweizer Beispiele. Ich kann aber auch noch sagen, also gibt es noch im Ausland auch sehr viele Dinge mit dem doppelten Zweck. Einerseits die eine Website, also auf jeden Fall die Menge der Hits auf der Webseite möglichst attraktiv zu machen, dass viele Leute klicken, und dann aber indirekt, dass man sich als Werbefläche verkaufen kann, also Plakatwände und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man das versucht, also mehr aus der Optik, wo kommt das Geld her, zu sortieren, sieht man hier, also Zeitersparnis ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn ich weiß, dass irgendwo ein Stau ist, fahre ich da mal nicht hin oder so, oder gehe erst später irgendwo hin. Wenn es geht um die direkte Erbringung von Dienstleistungen, es geht aber auch um Risikoverminderung zumindest, Risk Mitigation wäre eigentlich der korrekte neue deutsche Ausdruck. Datenjournalismus habe ich erwähnt. Es geht auch um Konsumenteninformationen. Wenn man Informationen darüber hat, was auf dem Markt angeboten wird, kann man sich den besten Preis zu dem, was man möchte, aussuchen. Das setzt allerdings voraus, dass es eben Wettbewerb gibt. In dem Moment, wo Wettbewerb nicht mehr stattfindet oder noch nicht stattfindet, ist das sinnlos. Und last but not least, für die mehr tool-orientierten Leute, es braucht natürlich Tools, damit das alles auch genutzt werden kann. In der Informatik hat man über die Jahre komplexe Wirkungskanäle entwickelt und hat also insgesamt feststellen können, dass der Beitrag der IKT zum Bruttoinlandprodukt in der Schweiz in den letzten Jahren immer in der Größenordnung von etwa 4,5% lag. Ich komme nachher nochmal auf die IKT zurück. Jetzt geht es um den Paradigmenwechsel bei Gebühren. Jetzt muss man vielleicht bei den Gebühren, so wie sie heute für Dinge, die wir eigentlich unter Open Data gerne gratis verfügbar sehen möchten, gibt es heute also sogar noch eine Differenzierung zwischen den möglichen Gebühren. Also der Extremfall ist die Gewinnmaximierung, möglichst viel Geld.
dafür. Und dann gibt es Vollkosten, das heißt, man lädt alles an Kosten, also inklusive Overhead Management, Miete und so weiter, da auf den Daten ab. Und es gibt Grenzkosten. Wie auch immer die Kosten sind, das bisherige Konzept sah eigentlich vor, dass ehe jemand irgendetwas damit machte, Gebühren erhoben wurden von den entsprechenden Verwaltungsstellen, vom Staat, und dann erst eine potenzielle kommerzielle Nutzung stattfinden konnte. Der neue Ansatz sieht eigentlich vor, dass man diese Geschäftsmodelle fördern möchte und über Steuereinnahmen dann am Ende der Prozesskette der Staat, der Steuerzahler profitiert und dadurch eben ein Beitrag an die eigentlichen Kosten oder die ursprünglichen Kosten zurückgewinnt. Das ist ein ziemlich fundamentaler Wandel, und Sie sehen hier die alte Formulierung, also die heutige Formulierung im Bundesgesetz über die Meteorologie und Klimatologie, also das sogenannte MET-Gesetz. Da steht ganz deutlich, das Bundesamt erhebt für diese Dienstleistungen Gebühren. Und dann noch nach Art der Nutzung, das heißt insbesondere kommerzielle Nutzung, wird gleich von Anfang an sehr teuer. Der Vorschlag des Bundesrates, der bis morgen noch in der Vernehmlassung ist, sieht also vor, dass, und André Gollier hat das ja vorhin schon gesagt, dass das eben jetzt in Zukunft das Grundangebot an Daten und Informationen, sofern von allgemeinem Interesse, gratis zur Verfügung gestellt werden soll. Da stellt sich natürlich die Frage, kommt jetzt der Staat auf seine Rechnung, wenn man jetzt diese Verschiebung der Geldeinnahmen anschaut? Und da sollte eben auf dem vierten Schild, Sie sehen, die Kirschen werden schon etwas reifer, sollte jetzt eigentlich Berechnungsmethoden und Berechnungsresultate stehen. Kurz gesagt, fragt man sich, sind Daten jetzt das neue Öl? Also Goldgräberstimmung. Naja, also die Formulierung in der Strategie OKD Schweiz ist etwas realitätsnäher und sagt vor allem, die gute Nachricht ist, im Gegensatz zu materiellen Rohstoffen verknappen die Daten eigentlich nicht. Und das bringt uns eigentlich dazu, einige aus ökonomischer Sicht wichtige Eigenschaften von Open Data mal anzuschauen. Das gilt übrigens generell für öffentliche Güter. Das erste Merkmal, dass die Grenzkosten gleich null sind, ist speziell für digitale Güter. Also konkret, wenn 10 Leute irgendwie etwas runterladen, dann ist eigentlich die Tatsache, dass da noch ein Elfter kommt und was runterlädt, kostenmäßig irrelevant. Also der kostet null. Es kostet was, das Zeug überhaupt auf die Webseite zu tun. Das zweite Merkmal, es gibt keine Rivalität, heißt das ökonomisch. Umgangssprachlich sagt man, verbraucht sich nicht. Und das ist der zentrale Unterschied zum Öl übrigens. Und dann der dritte Punkt ist, man kann nicht andere ausschließen. Also wenn ich das habe, dann kann auch noch ein anderer hingehen und das runterladen. Insofern ist also eigentlich nicht das Öl das Wichtige, sondern ein Leuchtturm. Und zwar ein Leuchtturm, der schon da ist, weil nämlich, das ist ein Nebengleis, die Finanzierung dieser Angelegenheit ja auch noch irgendwie sichergestellt werden muss. Interessanterweise hat Jefferson schon vor 200 Jahren oder noch 250 Jahren gewusst, dass Exklusivität und Nicht-Rivalität eben mit Ideen verbunden sind. Ja, der Nobelpreisträger Stieglitz hat sich damit den Eigenschaften von öffentlichen Gütern im digitalen Zeitalter befasst und hat unter anderem nachgewiesen, dass eben dafür Gebühren zu erheben ökonomisch nicht effizient ist. Er hat für öffentliche Güter versucht, eine Entscheidungsstruktur aufzustellen, damit man herausfindet, was ist jetzt öffentliches Gut und so weiter und was sollte dann gratis sein. Ich habe das adaptiert für den Fall von Open Data. Die wesentlichen Fragen, die man sich stellen muss, ist, handelt es sich überhaupt um eine Staatsaufgabe oder nicht?
Und die nächste Frage ist, und die ist ganz wichtig, wird diese Staatsaufgabe, also ist das Produkt aus dieser Staatsausgabe heraus für die Allgemeinheit, oder gibt es einen individuellen Nachfrager, Person oder Unternehmen, die etwas Spezielles will? Wenn das natürlich der Fall ist, dann muss man natürlich auch schauen, dass dieses Individuum für die Kosten, die es da verursacht, gerade steht. Diese schwierigen Fragen werden diskutiert in der Arbeitsgruppe Finanzfragen im Bereich von OGD. Und Sie haben ja über die Projektstruktur von OGD Schweiz schon von Herrn Kellerhals gehört. Also, wirtschaftlicher Nutzen war zunächst also die Effizienz. Steht da im Vordergrund. Jetzt, wenn man das aber in Zahlen ausdrücken will, muss man überlegen, was sind hier Berechnungsansätze. Da ist mal einerseits sind die Möglichkeit Top-Down-Rechnungen. Man kann versuchen, über Bereiche zu summieren. Das, also Bereich zum Beispiel, der Wert von Wetterdaten plus der Wert von Statistik oder sowas. Aber das Interessante sind eigentlich gerade die Mischungen. Also das, was man traditionell zum Beispiel als thematische Karten bezeichnet hat. Also mit dem Summieren greift man wahrscheinlich zu kurz. Analyse vorhandener Daten würde voraussetzen, dass man sozusagen Tags an jedes einzelne Stück dran gehängt hat. Und das ist zumindest heute ja nicht möglich. Man kann Umfragen machen im Sinne von Delphi-Umfragen und dann irgendwie die Meinungen etwas sammeln. Zeitersparnis addieren und Wohlfahrtsansätze verfolgen. Jetzt die Resultate von EU-Studien haben in den letzten 14 Jahren gigantische Zahlen gebracht. Habe ich hier mal aufgelistet. Es wurde schon erwähnt, aufgrund von McKinsey wurde für die G20 wurden also Fantasiezahlen ausgerechnet, dass es kracht. 13.000 Milliarden über 5 Jahre. Da kommen wir eben mit den Millionen, Billionen, Trillionen und so weiter sprachlich auch durcheinander. Jetzt kann man aber versuchen, diese Sachen über das BIP etwas vergleichbarer zu machen. Und da sehen Sie schon, also für die Schweiz ergibt sich daraus ein Intervall von irgendwo zwischen 1,2 und 6,5 Milliarden BIP jährlich. Wenn man dann noch die Zeitersparnis betrachtet und davon ausgeht, es könnte sein, dass alle Erwerbstätigen in der Schweiz eine Stunde im Monat einsparen aufgrund des Nutzens von OGD und das mit der tiefsten Lohnklasse, die man bei den Salären kennt, multipliziert, kommt man eben auf die Zahl 1,3 Milliarden. Wenn man den sogenannten Wohlfahrtssatz versucht anzuwenden, dann muss man Nutzenberechnungen anstellen über Preise, Konsumentenrente und so. Ich erspare ich Ihnen. Juden hat eine Formel entwickelt und aufgrund der Formel für Australien etwas ausgerechnet. Und zwar einerseits fest hatte er die Gebühreneinnahmen und dann hat er den Nutzen ausgerechnet und konnte so Multiplikatoren herausfinden. Also etwa das 7-fache der Gebühreneinnahmen ist der jährliche Wert für Statistik in Australien. Jetzt in der Schweiz sind die Gebühreneinnahmen leider nicht spezifiziert danach, ob sie von Open Data kommen oder nicht. Deswegen habe ich eine Umfrage in der Bundesverwaltung gemacht und mit 41 Millionen etwa die untere Grenze da identifizieren können. Wenn man das hochrechnet über alle Staatsebenen, kommt man auf 125 Millionen und dann sehen Sie, also über alles zusammen etwa 1,2 Milliarden, kann man sagen. 1,2 Milliarden ist übrigens ungefähr ein 1/30 dessen, was man heute weiß, was IKT für das BIP der Schweiz bedeutet. Mit verschiedenen Rechnungen, die insbesondere auf die Mehrwertsteuer gehen, von diesen 1,2 Milliarden, kann man noch ausrechnen, dass der Steuerzahler vermutlich insgesamt 44 bis 60 Millionen pro Jahr dem Bund dann abliefern würde, was die heutigen Gebühreneinnahmen übersteigt. Judy Hui, wir haben also einen guten Grund gefunden, warum zum Beispiel Meteo Schweiz, aber vor allem auch Swisstopo, aus der allgemeinen Bundeskasse sozusagen kompensiert werden sollte für die Verluste
die durch die Aufhebung von Gebühren entstehen. Damit komme ich zum Fazit. Die Frage war, kommt der Staat auf seine Rechnung? Und da würde ich, die würde ich klar mit Ja beantworten, sowohl für die Transparenz, da hatten wir andere Sprecher schon zu, als auch zum wirtschaftlichen Potenzial. Aber das kommt nicht gratis, man muss was dazu tun. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Jefferson. Information ist die Währung der Demokratie. Hier sind noch ein paar kryptische Links. Ich werde aber die Folien auf Slideshare stellen und dann können Sie einfach klicken, dann macht das die Sache wohl einfacher. Herzlichen Dank.